Hallo und herzlich willkommen zu unseren 10 Tagen Gebet. Schön, dass ihr heute Abend hier in Stuttgart-Wangen dabei seid. Schön, dass ihr jetzt alle live eingeschaltet habt auf Joel Media oder auch später dieses Video anschaut. Wir wollen gemeinsam das Jahr 2022 beginnen mit Gebet. Die letzten beiden Jahre waren nicht die einfachsten in der Geschichte der Menschheit und auch in der Geschichte unserer Gemeinde. Und es sieht so aus, dass nicht plötzlich alles im nächsten Jahr oder in diesem Jahr einfacher werden wird. Und wir glauben, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass Gottes Volk in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, zusammenkommt, zusammenrückt. Und ich weiß von vielen, die jetzt auch live zugeschaltet sind oder später das Video anschauen werden, ich weiß von vielen Gruppen, die sich auch über Zoom und über verschiedene technische Mittel treffen, um gemeinsam zu beten auf der ganzen Welt. Beten heute und morgen und in den nächsten kommenden 10 Tagen Menschen für ihre persönlichen Anliegen, für die Anliegen der Ortsgemeinden und für die Anliegen unserer weltweiten Gemeinde und natürlich auch in dieser besonderen Zeit für die Anliegen, die mit der Pandemie zusammenhängen. Wir wollen es hier so handhaben, dass wir immer so eine 15 Minuten, 20-minütige Andacht haben aus dem Wort Gottes, die zum Thema des Tages passt und uns ermutigen möchte, wieder mehr zu beten. Und dann werden wir uns hier ausschalten aus dem Livestream und euch dann die Gelegenheit geben, wo immer ihr seid, in Hauskreisen, zu Hause, über Zoom, in Gemeinden zu beten. Wir werden hier dann gemeinsam beten. Ich möchte trotzdem gern, bevor wir beginnen und uns das Wort Gottes anschauen, übrigens, das Thema ist ein sehr spannendes. Es geht um die dreifache Engelsbotschaft und Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr beim Begriff dreifache Engelsbotschaft zuerst an Gebet denken würdet. Man denkt meistens an Mission, oder? Man denkt an Jesus kommt wieder, an das Heiligtum, an vielleicht an Babylon, das Mahlzeichen des Tieres. Man denkt bei der dreifachen Engelsbotschaft meistens eher nicht an Gebet. Oder anders ausgedrückt, bei einer Gebetsversammlung wird meistens nicht Offenbarung 14 zitiert, oder? Das ist meistens nicht so, was uns in den Sinn kommt. Aber wir werden sehen, heute und in den kommenden Tagen, dass tatsächlich die dreifache Engelsbotschaft sehr viel mit dem Gebet zu tun hat. Und vielleicht auch das Gebet ein entscheidender Schlüssel ist, dass wir die dreifache Engelsbotschaft nicht nur kennen, sondern wirklich verkündigen. Und deswegen wollen wir heute auch mit einem Gebet starten. Und wem es möglich ist, auch die, die jetzt live zuschauen, den lade ich ein, dass wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du deine Gemeinde führst. Und dass du es den Brüdern und Schwestern aufs Herz gelegt hast, diese weltweite Gebetsinitiative jedes Jahr zu haben. Und Herr, wir möchten von ganzem Herzen die kommenden Tage dazu nutzen, unsere eigenen Herzen zu erforschen, neu auszurichten unsere Gedanken und uns neu füllen zu lassen mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir wollen aus deinem Wort Weissagung und Wegweisung empfangen, damit wir wissen, wie wir in dieser Zeit leben sollen. Und wir glauben, dass wenn dein Volk zusammenkommt, wenn dein Volk betet und sich demütigt, dass du, der du damals das Wasser des Roten Meeres geteilt hast, der du die Israeliten durch die Wüste geführt hast, der du Wunder über Wunder getan hast, dass du auch heute noch Wunder tust. Und dafür danken wir dir. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser kleines Studium segnest und unsere Herzen bereit machst für das Gebet. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Oder ansonsten werde ich den Text natürlich auch vorlesen. Schlag mal mit mir auf. Obadja. Obadja Kapitel 1. Wahrscheinlich ist das die erste Gebetsversammlung der Welt, die mit Obadja beginnt. Obadja 1, einer der kleinen Propheten und dort Vers 1. Es gibt nur ein Kapitel. Obadja kommt direkt nach Amos und vor Jona. Und das heißt es in Obadja 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Gott der Herr über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn, und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Heute soll es gar nicht um Obadja gehen und auch nicht um Edom. Und auch nicht um den Krieg gegen Edom, sondern um das, was in der Mitte
des Verses steht. Das sind zwei Elemente, die sehr interessant sind. Wir sehen nämlich zum einen, dass es heißt, wir haben eine Botschaft vom Herrn gehört. Und was ist das Nächste, was dann geschrieben steht? Und ein Bote wurde an die Völker entsandt. Zwei Dinge. Eine Botschaft von Gott an uns und ein Bote an die Völker mit einer Botschaft, nämlich dem Wort Gottes dann. Wenn wir an die dreifache Engelsbotschaft denken, welchen der beiden Teile repräsentiert eigentlich die dreifache Engelsbotschaft? Den ersten Teil oder den zweiten Teil in diesem Vers? Ist es eher eine Botschaft, die wir gehört haben, oder ist es eher eine Botschaft, die an die Völker geht, so wenn man normalerweise über die dreifache Engelsbotschaft spricht? Ja, genau, das ist der Punkt, den wir heute machen wollen, es ist beides. Aber wenn wir an die dreifache Engelsbotschaft denken, dann ist doch meistens, wir wissen, es ist ein Engel, der durch den Himmel fliegt, nicht wahr? Ich sah einen anderen Engel durch den Himmel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium und wem predigt er das? Denen, die auf der Erde sind, allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen. Bei der dreifachen Engelsbotschaft wissen wir, es gibt eine Botschaft und die muss zu den Völkern. Und wer ist der Bote? Wer ist der Engel? Das sind wir, oder? Wenn man sich mit der dreifachen Engelsbotschaft beschäftigt, geht es meistens darum, eine Botschaft an den Mann zu bringen. Eine Botschaft zu verkündigen. Und wir sagen dann, wir wollen das Werk abschließen. Was ich an diesem Vers interessant finde, bevor ein Bote zu den Völkern gesandt wird, sagt Obadja, haben wir eine Botschaft gehört. Wie hört man denn eine Botschaft von Gott? Durch die Bibel. Haben wir noch eine Idee? Man hört sie durch die Bibel. Vielleicht manchmal auch durch Träume. Ja? Nebukadnezar hat zum Beispiel einen Traum gehabt, wo Gott zu ihm gesprochen hat. Den Geist der Weissagung. Durch andere Menschen. Und was ist vielleicht noch eine naheliegende Antwort? Die Engel vielleicht auch, ja? Das Gewissen. Ich glaube, Gott spricht auch. Ich glaube, ich habe es gehört. Durchs Gebet. Denn Gebet ist ja nicht nur, wir beten zu Gott. Das ist ja meistens oft das, was wir machen. Wir danken, wir loben, wir preisen, wir bitten, wir sagen alles, was uns auf dem Herzen liegt. Aber Gebet, wenn es wirklich ein Gespräch ist, ja auch, dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Könnte es sein, dass manchmal die dreifache Engelsbotschaft in unserer Erfahrung und unserer Predigt so leblos ist, weil wir sie einfach immer nur stocktrocken weitergeben, ohne dass wir hören, was Jesus uns heute sagt, wie wir heute an diesem Tag die dreifache Engelsbotschaft weitergeben sollen. Schaut mit mir einen anderen Text an, in Jesaja 50. Würdet ihr sagen, dass Jesus ein guter Evangelist war oder ein nicht so guter? Ellen White sagt, er war der beste Evangelist aller Zeiten. Wusste Jesus, welche Botschaft er zu predigen hat? Er wusste ganz genau, was er zu predigen hat. Er wusste das schon, bevor er auf die Erde kam. Aber schaut mal, was er gemacht hat in Jesaja 50. Und dort Vers 4. Also hier haben wir den besten Evangelisten, man könnte also sagen, den besten, in Anführungsstrichen, Engel, der das Evangelium gepredigt hat, wie kein Mensch vorher und nach ihm. Und was macht dieser Jesus, der das beste Vorbild für uns ist in der Evangeliumsverkündigung in Vers 4? Dort heißt es, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort erquicken wisse. Das ist die Evangeliumsverkündigung, oder? Dem Nächsten das Wort Gottes sagen. Aber schaut mal, wie es weitergeht. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Jesus, der beste Evangelist aller Zeiten, der die Adventbotschaft kannte wie niemand sonst, hat jeden Morgen gehört, was er predigen soll. Jeden Morgen. Er hat nicht gesagt, okay, für die nächste Woche, ich weiß sowieso, was ich predigen soll, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich denke. Er hat jeden Morgen gehört. Und wie hat er denn genau gehört? Also, was hat er getan, um zu hören? Was hat Jesus jeden Morgen getan? Er hat gebetet. Und das Resultat wird uns oft gesagt, oder? Es heißt, dass wenn er gepredigt hat, war es ganz anders als bei allen anderen Menschen. Es heißt, er hat mit Vollmacht gepredigt. Es heißt, dass niemand jemand so gesprochen hat wie Jesus.
Könnte es sein, dass was uns wirklich fehlt, nicht eine Erkenntnis noch ist, was jetzt genau zur dreifachen Engelsbotschaft gehört oder nicht? Das wissen wir auch schon, oder? Könnte es sein, dass uns die Gebetserfahrung fehlt, jeden Tag von Jesus zu hören, wie ich heute die Adventbotschaft an meinen Nachbarn, meinen Freund, Arbeitskollegen, Verwandten, Bekannten, Familienmitglied weitergeben kann? Wir brauchen eigentlich nicht unbedingt eine neue Botschaft, die haben wir schon. Aber die Effektivität der Drei-Engels-Botschaft besteht darin, dass wir wie Jesus jeden Morgen hören. Deswegen ist das Gebet mit der Drei-Engels-Botschaft eigentlich total entscheidend. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch gedacht, naja, die 10 Tage Gebet, die gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich weiß noch, wie das losging, so in, boah, schon 2009, 2010 ging das los, damals mit Ivan Meyers. Erweckung und Reformation, ja? Gebet um den Spätregen. Und vielleicht denkt man sich, naja, jetzt haben wir schon jedes Jahr 10 Tage Gebet und wir sind immer noch hier. Ja? Aber das Thema heute ist die Dringlichkeit des Gebetes. Warum müssen wir beten? Ich möchte mit euch ganz kurz 4 Textstellen anschauen und dann schließen wir damit auch schon wieder. 4 Textstellen, die mit den Übrigen zu tun haben. Die Übrigen, die etwas ganz Ähnliches zu tun hatten, wie wir es heute zu tun haben. Wir sind, so glauben wir, die Übrigen, die die Botschaft an die ganze Welt geben sollen. Es gab zur Zeit nach dem babylonischen Exil auch Übrige, die herausgekommen waren aus Babylon. Die hatten eine Aufgabe. Diese Aufgabe musste abgeschlossen werden. Und ihr wisst, auch diese Aufgabe hat sich ziemlich verzögert, oder? Und es gibt 4 so Schlüsselmomente, die wir kurz nur anschauen wollen, ohne die ganzen Texte zu lesen. Schaut mal in Daniel Kapitel 9. In Daniel Kapitel 9, das ist ganz am Anfang dieser Periode, als nämlich die prophetische Zeit heranrückt. In Daniel Kapitel 9. Da ist jetzt die prophetische Zeit fast erreicht und ein Mann namens Daniel weiß, es müsste jetzt losgehen. Das Werk Gottes müsste jetzt wieder neu starten. Und was macht Daniel, als er feststellt, die Zeit ist reif für eine Erweckung? Was macht er in Daniel 9? Er betet. In Vers 1 und 2 heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, Babylon war schon gefallen, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Prophet Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Er studiert die Bibel, stellt fest, die Zeit ist reif und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Kyros hat nur den Erlass gegeben, weil Daniel gebetet hat. Und sich eingesetzt hat übrigens, kann man nachlesen, nicht wahr, dass er sogar den Kyros dann mit der Vision vertraut gemacht hat. Da war ein Mann, der hat gebetet. Und wenn ihr das Gebet lest, werdet ihr feststellen, das war wirklich von Herzen, oder? Der hat seine eigene Sünde bekannt, die Sünde seines Volkes. Einige Jahre später, Kyros hat den Erlass gegeben. Die Israeliten, einige von ihnen, sind nach Jerusalem gezogen. Sie fangen an, die allerersten Grundsteine zu legen. Das Fundament ist gelegt und sie treffen plötzlich auf Widerstand im 3. Jahr des Kyros. Da gibt es die Samaritaner, die fangen an, Intrigen zu spinnen. Die fangen an, schlecht über sie zu reden. Und schaut mal, was passiert in Daniel 10, Vers 1. Und folgende, da treten die ersten Schwierigkeiten auf, da schicken die Samaritaner Briefe nach Persien und sagen, ihr müsst den Wiederaufbau verhindern. Und was macht Daniel? Im 3. Jahr des Kyros, ihr könnt nachlesen in Esra, was da passiert ist, des Königs von Persien wurde dem Daniel, der Belsatzer genannt wird, ein Wort geoffenbart und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Was hat er gemacht? Er hat gefastet. Und wenn er gefastet hat, hat er was auch gemacht? Er hat gebetet. 3 Wochen lang gerungen mit Gott. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte. Nach 3 Wochen, wer erscheint ihm?
in Gabriel, aber nicht nur Gabriel. Gabriel kommt auch, aber da kommt jemand anders noch. Das heißt dann in Vers 4, in Vers 5, und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Leiden mit Gold von Ufas umgürtet. Sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Wer ist das? Er sieht Jesus und dann kommt Gabriel und sagt, weißt du, du hast 3 Wochen lang gebetet und 3 Wochen lang habe ich versucht, schon den Kyros umzustimmen. Aber dann kam Michael, nicht wahr? Und Michael hat den Sieg gebracht und jetzt kann dein Volk weiterkämpfen und weiterbauen. Da gab es eine Schwierigkeit und Daniel hat gebetet und gefastet. Wir springen ein halbes Jahrhundert vorwärts. Der Tempel ist mittlerweile gebaut, aber die Stadt ist noch immer in Ruin. Und ein Mann kommt nach Jerusalem und wir springen ins Buch Esra. Esra 9. Und als er dort nach Jerusalem kommt, sieht er die übrigen, die eigentlich die Stadt aufbauen sollten, in einem beklagenswerten Zustand. Schaut mal in Esra Kapitel 9. In Esra 9 und dort ab Vers 1. Weiß jemand von euch, was passiert ist? Was hat das Volk gemacht? Es heißt hier ab Vers 1, als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pharisitern, Jebusitern, Amusitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich genommen und ihre Söhne genommen und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Was war das Problem? Das Volk war abgefallen. Man hatte sich verbunden mit falscher Religion. Und was macht Esra? Als er sieht, das Werk geht nicht vorwärts, nicht weil es Druck von außen gibt, sondern weil es Abfall in den eigenen Reihen gibt, Unglauben in den eigenen Reihen. Was macht Esra? Schaut mal in Vers 5. Und um das Abendopfer stand ich auf. Von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Was macht Esra? Er betet. Als die Zeit reif war, betet Daniel. Als es Probleme gibt, weil Feinde von außen das Werk Gottes behindert haben, betet Daniel. Als Abfall von innen das Werk behindert, betet Esra. Und wenn du die Gebete liest, die sind immer von Herzen, die sind von, also wirklich zu Herzen gehend. Nicht einfach nur der Form halber. Und jedes Mal gibt es eine Erweckung. Jedes Mal gibt es eine Reformation. Jedes Mal wird das Werk ein Stück weitergetragen. Man könnte auch fragen, was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten? Wir denken vielleicht, oh, wir haben schon vor einem Jahr gebetet, wir haben vor 10 Jahren schon gebetet, ja? Wir könnten auch fragen, wie würde es uns heute gehen und unseren Gemeinden, unseren Familien, wenn wir nicht diese Gebetszeiten gehabt hätten? Wir sehen vielleicht manchmal das, was noch nicht erreicht worden ist, aber Gott sieht auch das, was wir schon erreicht haben mit seiner Hilfe. Noch ein letzter Vers in Nehemia. Noch ein paar Jahre später. Kurz vor dem Abschluss, nicht wahr? Auf der letzten Zielgerade ist die Mauer immer noch nicht gebaut. Und ihr seht, dass von dem ersten, noch bevor der erste Stein gelegt worden ist, bis zum letzten Schlussstein in der Geschichte Nehemias, immer das Gebet den entscheidenden Anstoß gegeben hat. In Nehemia 1 und dort in Vers 3 heißt es, und wir lesen das ja als Gemeinde momentan, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin, weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Kennt ihr das? Wer hat das schon gebetet? Daniel, ganz am Anfang. Das Gebet hat sich nicht verändert. Es ist eigentlich immer das gleiche Gebet. Am Anfang, in der Mitte, zwischendurch, ganz am Ende. Es ist immer dasselbe Gebet. Es geht nie darum, dass wir einmal beten und alles geschieht. Es geht darum, dass wir beim Gebet dranbleiben. Jahr für Jahr. Monat für Monat, Tag für Tag. Warum ist es wichtig, dass wir heute beten? Weil wir uns, glaube ich, mit Nehemia identifizieren können, oder? Das Werk ist noch nicht abgeschlossen. Und wir stehen, wo wir stehen als Gemeinde, nur deswegen, weil andere vor uns schon gebetet haben. Weil wir in vergangenen Jahren gebetet haben.
Wir müssen weiter beten. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, das Gebet ist total entscheidend. Dieses Werk kann nur abgeschlossen werden. Als Gemeinde können wir nur zusammenrücken. Unsere Familien können nur geheilt werden. Unsere persönlichen Probleme nur gelöst werden, wenn wir mehr beten. Wirklich mehr. Und zwar nicht einfach nur der Form halber, sondern wirklich von Herzen. Was sagt Gott? Der letzte, der allerletzte Vers in 2. Chronik. 2. Chronik 7. Wir haben das ja in der Predigt letztens schon kurz angedeutet. In 2. Chronik 7 und dort Vers 13 und 14. Ich glaube, dass dieser Vers in den letzten Wochen ist mir mehr und mehr bewusst geworden. Wir haben, glaube ich, die letzten zwei Jahre verpasst, so richtig ich auch, was Gott uns eigentlich sagen will. Gott lässt nicht zwei Jahre lang die Welt anhalten und die Verkündigung des Evangeliums massiv einschränken, einfach weil er die Zügel aus den Händen verloren hat, oder? Gott lässt nicht zu, dass weltweit die Adventgemeinde eingeschränkt wird, wenn er nicht etwas erreichen will. Und das kann nicht darin bestehen, einfach nur die Regierung zu kritisieren. Wenn Gott Krisen gesandt hat, in der Geschichte des Alten Testamentes, in der Geschichte des Neuen Testamentes, in der Geschichte der Reformation, der Kirchengeschichte, wann immer es Krisen gab, wann immer Gottes Volk eingeschränkt worden ist, wann immer die Verkündigung behindert worden ist, dann nur deswegen hat Gott es zugelassen, damit sein Volk betet, mehr betet, sich demütigt. Schaut mal hier in 2. Chronik 7, Vers 13, 14. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, denkt an Elia, nicht wahr? Oder den Heuschrecken gebiete, denkt an Joel, ja? Das Land abzufressen. Oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Oder eine Pandemie. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, das sich mit einem Namen nennt, in dem die ganze Dreifachengelsbotschaft enthalten ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott hat versprochen, wenn wir erkennen, diese Pandemie, ich sage es ganz deutlich, gibt es nur deswegen, weil Gottes Volk sich demütigen soll. Er lässt es nur zu, damit Gottes Volk erkennt, dass so wie es vor der Pandemie gelebt und gearbeitet hat, so geht es nicht weiter. Wäre es doch fatal, wenn wir stattdessen die Pandemie nutzen, einfach auf andere zu schimpfen. Und genau das nicht zu tun, was Gott immer schon wollte mit Krisen. Und ich glaube, deswegen ist der Titel, die Dringlichkeit des Gebetes, heute nicht nur ein Titel. Ich habe den Eindruck, es ist wirklich dringlich. Es ist wirklich dringlich, dass wir uns gegenseitig zurufen. Wir haben bisher den Ruf Gottes verpasst und wir sollten das schleunigst nachholen. Ich glaube, dass überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz Adventisten aufwachen müssen und verstehen müssen, das, was geschieht, geschieht, weil Gott möchte, dass wir mehr zusammenrücken, uns selbst hinterfragen, unsere Herzen vor ihm demütigen. Und dann hat er versprochen, so wie ein Vater seinen Kindern das Beste geben möchte. Und ich kann euch sagen, ein Vater möchte das Beste für seine Kinder. Das weiß ich jetzt nicht nur theoretisch. So möchte Gott. Gott möchte doch, dass wir wieder, dass es uns besser geht. Gott möchte doch, dass die Dreifachengelsbotschaft verkündigt werden kann, oder? Lasst uns unsere Herzen demütigen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von allen, die jetzt im Livestream dabei gewesen sind. Wir wünschen euch eine gesegnete Gebetszeit, wo immer ihr seid. Ob über eine Zoom-Veranstaltung oder in euren Hauskreisen, in den Familien. Wir sehen uns morgen wieder hier um 19.30 Uhr, dann für den nächsten Teil. Und bis dann wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Wir werden uns hier jetzt die Zeit nehmen zum Gebet und wünschen euch auch diesen Segen dazu. Gott mit euch.